So, da sind wir wieder auch schon lange nicht mehr gespielt, siehst du? Irgendwie. Soll geben. Give me beer! Give me beer. Aber oh, wir können ja schon mal eine Lob. So. Ja, Sons of the Forest hat sich einiges verändert, gell? Da haben sie mittlerweile echt schon ganz schön was gemacht. Entschuldigung. So. So, jetzt schauen wir mal. Ah ja, das ist hier dieses Japan-Haus. Bethlehem, okay, da waren wir noch nicht drin. Give me beer. Ich mag er nicht. Piano? Ah. So, was haben wir hier in der Staffel? Kruzifix, Beruhigungspille, Körbenkerze, Hulu, Vorschlaghammer. Was ist ein schwerer Hammer hier? Felsen zu brechen. Okay, gibt es wahrscheinlich in der neuen Dinger. Salzbarriere, heiliges Salz, das ist der Gruppe Schutz vor Geisterangriffen. Öfter der Geisterangriff. Pass auf Schutz. Taschenuhr. Gut. Charakter anpassen. Genau, wir rennen immer noch in der Unterhose, in der Sandale rum. Ja. Lenny! Geiles Stück. Wie geht's? Nicht mittlerweile. Unterschlupf anpassen. Hat. Oh, Wohnung renovieren. Oh. Dann habe ich das hinter mir erstmal. Ja, mir geht's prima. Dankeschön. Magst du eine Runde mitspielen? Gleiche Bett, schade. Schade, Schokolade, wäre bestimmt witzig gewesen. So, give me beer. Wie geht es nimmer, kann es sein? Give me beer. Ah.
Beer Today. War da nicht doch? Ja, hier. Miau. Cat. Mistvieh. Was zockst du zurzeit, Lenny? Baldur's Gate habe ich gerade eine Rückerstattung angefordert. Irgendwie nicht so meins. Open Door. Nur Diablo 4. Echt? Wir sind immer noch voll dabei. Ich bin da ein bisschen. Mich catcht's irgendwie nicht so. Stahlträger Johnson spielt Demonologist. Jetzt geht's gleich los. Hab wenig Zeit, aber. Ah, bist du umgezogen? Bräuchte den Code? Guck mal hier im. Chat ist er drin, oder? Hier ist er. Sollen wir mal einfach lassen? Würde ich sagen, zur Eingewöhnung gehen wir erst mal hier ins erste wieder rein, oder? Ja, hallo. Kann man mich hören? Ja, hörst du mich auch? Wunderbärchen natürlich. Hast du hier eine Sonnenbrille geleistet? Kann sein. So, ich habe schon alles Mögliche eingepackt. Hätte auch das Abaddon House das erste Mal angewählt, dass wir wieder ein bisschen reinkommen. Theoretisch. Ich wär's. Ich schmeiß gerade noch ein paar Sachen rein. Hallo, Entschuldigung. Hallo, Felix. Ja, Baldur's Gate war irgendwie nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Was hat dich jetzt daran genau gestört? Dieses Click and Play, dieses hier hinklicke, dahin klicke, dahin klicke. War nicht so irgendwie. Ich habe gedacht, ich steuere da meinen Char selbst, weißt du, wie so bei The Witcher oder? Ich so mehr so Pen and Paper mäßig auf die Wand, ne? Ich leider nicht gewusst. Beginnen, ja. Ah, oh Gott, das kann ja nur was werden jetzt schon wieder. Das letzte Mal ist mir meine Netzwerkkarte verreckt. Nicht ergreifend, meine scheiß Netzwerkkarte ist kaputt gegangen. Jetzt habe ich so eine externe Netzwerkkarte hier rumliegen. So, selbst wenn sie neben dir ist, selbst wenn jemand neben dir ist, wird er antworten. Ah, okay, ist ja schön. Dann nehme ich hier das Funkgerät. Jetzt haben wir eine Kerze dabei, ja. Nehme ich Funkgerät, Wix-Fleckesucher und. Mein Wix-Fleckesucher hin. Ah, du hast auch einen, dann kann ich ja meinen hin. Ja, was an? Hast du schon das EMF? Ich kann noch die Kamera nehmen, nehme ich die Kamera dann. EMF, was war das schon wieder? Das Rad hier meinte ich. Das EMF habe ich in der Hand. Das mit der Kakerlake. Mein Fehler. Also ich habe jetzt Funkgerät und eine Wix-Flex-Sucher. Okay, ich habe die Kamera und das Kakerlake-Ding. Halt, wie heißt sie? Wie heißt sie, dass sie das gleich richtig triggern können? Ja. Kian Riddle. Wie der Tom Riddle. Hat er
Spiel schon immer so dunkel oder will ich mir das gerade ein, dass es dunkel wird? Irgendwie. Wenn ich jetzt halt aufs Haus gucke, sehe ich zum Beispiel nichts am Haus. Also wenn ich nicht direkt drauf schaue. Gehen wir gleich wieder runter, oder? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Ian, are you here? Talk to me. Oh, der ist hier, ja. Der hat er geantwortet, ja. Also Geisterbox haben wir. Geisterbox. Geisterbox haben wir. Hingestriefelt hat er nirgends. Oh! Boah, übel Sanity verloren. Ja, aber. Moment, ich lebe mit Michael. Sekunde. Ich muss ja gerade mal ganz kurz raus. Bin ich fast ein bisschen erschrocken. Bist du schon rausgerannt? Ah, da ist er. Seit 4 Wochen 10 Stunden bei Früh-, Spät-, Nachtschichten, Wochenende- und Kurzschichten. Okay. Habt ihr so viel zu tun im Geschäft? Also ich habe keine Striffelflecken gefunden, gell? So, ich habe jetzt mal den Thermometer eingesteckt. Du hast das da, okay. Kamera haben wir aufgestellt, oder? Kamera steht schon, ja. Hier, das ESG, nee, wie heißt das Ding da? Ja, ESG, bitte. Das nehme ich jetzt mal mit. Hast du eine Kerze zufällig? Dabei nicht mehr. Gut, dann schmeiße ich meine Lampe hin und nehme einfach mal eine Kerze, okay? Dann laufen wir nachher eh wieder zusammen raus, oder? Ja, vielleicht. So, warte mal, wie war denn das nochmal mit Eintrage in das Buch? B, I, P? J wie je Weise, genau, das war's. So, Gefriertemperaturen haben wir jetzt noch nicht. Geisterbox-Antwort, ja. Ach Gott. Er ist schon mal aktiv. So wie er direkt Action macht. Dann wünsche ich dir viel Spaß, Michael, und vielen Dank fürs Reinschauen. Mach's gut. Lass dich nicht ärgern auf der Spätschicht morgen. Und vielleicht bis die Tage. Es ist sackdunkel hier, gell? Die Kamera ist leider nach hinten gestellt. Mm. Can you draw a picture? Can you show yourself in ESG oder wie das Ding heißt? So, lass uns mal rausgehen. Ich glaube, ab jetzt sollte man auch ein Kreuz mitnehmen. Ja, ich hab's schon dabei. Der ist mir zu aktiv gewesen, muss ich sagen. Ja, der ist. Keller rein, ich hab direkt seine Tür genommen. Ne? Ja. Der ist schon sehr aggressiv, gell? Das ist ein Arsch. Das ist voll der. 85% aber noch. Das ja. Ah ja, wir spielen ja auf einfach, gell? Also die Kerze hat er schon mal ausgepusht. Das ist schon mal nervig. Ich soll nochmal schön anmachen. Aber ich würde sagen, also ich sehe es jetzt mehr oder weniger, ob er was mal drin hat. Ne? Beobachte. Da hat er ausgemacht. J für je Weise. EMF, hast du EMF-Ausschlag gehabt vorhin? Gar nicht. Aber das hätte ich später nochmal probiert. Das kann nämlich immer mal ein bisschen dauern, dass der ausschlägt. Habe ich aber gerade vor die Tür gelegt, die Scheiße. Mhm. Danny Swiss, moin moin. Ah, der hat gemalt, oder? Ja, der hat ein Bild gemalt. Ja. Steffen Lahl.
Ein Shade wäre möglich, theoretisch. Was ist ein Shade? Ja, direkt. Achso. Das ist der, wo immer alles dunkel haben will. Der auch direkt die Kerze ausmacht. Ich nehme eine Kerze. So. Dann wären die Ektoplasmaflecken noch da. Ne? Sollen wir es nochmal probieren? Nimmst du das Ding? Ich nehme mal Thermometer. Oder macht die überhaupt Sinn? Ja, macht Sinn. Thermometer auch, oder? Ja, ich hab's auch jemand mit dem Thermometer UV-Lampe. Hinten hat er eigentlich nur die Tür, mit der er interagieren kann. Danach können wir ja nochmal mit dem EMF, das habe ich hier hingelegt. Ah, ja, ja. Gerade damit nochmal runter dabei. Wuhu! Oh, und 0 Grad, gell? Wir haben Fingerabdrücke, wir haben alle Teile. Ey, gibt's hier neue? Gibt's hier neue Dinge, Animationen? Also jetzt. Weil hier auf einmal war so ein Kinderbett. So eine Spieluhr, weißt du? Na los. Was haben wir? Fingerabdrücke haben wir? Fingerabdrücke, damit haben wir den Taille. Ungefriert. Temperatur haben wir nicht. Also es ist aber gerade kalt worden. Ja, aber 0 Grad Keller hätte ich zwar passt. Ich hätte gesagt, Gefriertemperatur ist minus, oder nicht? Ja, stimmt, auch wieder. Also haben wir die Taille. Mhm. Lock mal ein. Das heißt, wir müssen... Ich habe eingeloggt, ja. Ja, ich auch. Was kann der? Warte mal. Wir müssen Kruzifixe drehen. Licht muss, also die Kerze muss er auspushen. Und die dritte Aufgabe habe ich vergessen. Kerze ausgepusht hat er eigentlich schon, gell? Ja, ich glaube, das muss er dann nochmal machen, wenn man da. Warte mal, dann gehe ich nochmal schön drunter und zünd sie wieder an. Oh, can you put the light out? So. Und hat das ja ausgepustet? Noch nicht. Ich habe aber jetzt gerade geguckt. Da steht drin hier, er ist aggressiv, wenn er jung ist und wird sehr viel älter und weniger aggressiv. Das heißt, theoretisch gesehen, wenn wir jetzt kurz warten, jetzt haben wir die Perzkerze. Ja, ja, ja. Dann sollte er theoretisch nicht so aggressiv sein, wenn es noch okay. Ein bisschen spannend wird. Wie ist die verlorene Notiz? Das war ja mit dem Ding, mit dem Ektro. Lass mal Ding. Die verlorene Notiz war so ein Ding, wo man findet. Das, oder? Ah, ja, 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 ja. Müsste einfach nur so ein Zettel gewesen sein, der dann rumliegt. Ja, ja, und Kreuze umdrehen. Geh mal rein. Ja, ja. Ich muss schon Ding nehmen, gell? Oh, ich hab noch gar nicht geguckt. Ich war bei 60% 100. 70 bin ich, soll ich auch eins nehmen? Kommt sicher, oder? Mhm. Ja, wenn wir jetzt gleich alle Sachen verlieren. Ja, blöd, ne? Beim ersten Mal. Da, Greimittelpilz. Und danach müssen wir die 5 Finger finden und in einem Ritualraum machen. Ja. Kruzifix umdrehen, haben wir das schon mal gemacht? Ich kann mich da gar nicht mehr erinnern.
einmal haben wir es, glaube ich, gemacht. Ich weiß nicht, ich habe es auf jeden Fall einmal gemacht. Ich weiß nicht, ob das mit dir war. Wir müssen hier irgendwo an der Wand hängen. Hier erscheint es zum Beispiel. Ungefähr. Das sind drei Stück. Bist du hoch? Ich gehe hinter. Oh, dann perfekt. Mitsu, moin moin. Ja, genau, nächste Lampe verreckt. Mistsau. Ah, ich habe die Notiz gefunden. Jesus Maria. Victoria. Hast du das dritte Kreuz gefunden? Ja. Okay. Notiz habe ich gefunden. Ja, ich habe schon Finger. Hier schon Finger. Ah, guck mal, hier Finger. Ist natürlich mega geil, dass wir jetzt da runter gehen, da wo er ist. Was blödes Kuh, was meinst du? Noch zwei Finger brauchen wir. In die Werkstatt hinter. Oder einer? Ja, ich habe einen. Einen habe ich. Noch einer. Ich geh mal nach ganz hinten. Schlafen. Auf Zimmer war ich nicht. Und? Ich hab ihn letzten. Hast nicht, okay? Warst du schon oben? Ich habe ihn. Also du hast ihn, okay? Mal dran ziehen. Ich würde sagen, das war mal schön easy going, aber ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Moment. Ghostbusters. So, laufen wir ins Auto. Schön, Exorzismus vollzogen. Ich muss sagen, bei zwei Jumpscares habe ich gerade mich gehabt. Muss ich einfach zugeben. Im Schlafzimmer ist so eine sehr, sehr wunderschöne alte Dame auf dem Zimmer. So, reicht. Gut. Und ja, alles richtig gemacht. Nix verlernt haben wir, nix verlernt. Das
Wird man nie aufgehört zu spielen. Ohne Witz. Du könntest sie kommen mit ihrer Level 1000. Wheelie, du geiles Stück. So, das haben wir gut gemacht. Packen wir wieder alles rein, oder? So, Grütze fix. Alles rein. Kerze, Stativkamm. Ululu. Ist alles drin. Vorschlaghammer, dass man dem Geist mal die Zähne zurechtdrücken könne. Ja, genau, was kann der überhaupt? Geh mal ins Cyclone Street, oder? Um Felsen zu brechen. Welche Felsen kann man damit brechen? Salzbarriere, ein heiliges Salz. Felsen, und zwar. Schutz vor Geisterarten bietet, je öfter der Geist angreift, desto geringer ist die Chance auf Schutz. Okay. Also quasi Kruzifix im Schwach. Wenn wir ihm die Felsen aus dem Gesicht schlagen. Wenn wir ihm den Steinbruch eindresche. Bitte? Taschenuhr lese ich mir gerade durch. Das wird passen auf den Taille, den Geist, den wir jetzt gerade hatten. Der hübsche Mann. Der Frau. Sagt ja. Der kann das Konzept der Zeit verzerren. Vielleicht läuft die Zeit dann rückwärts oder sowas mit der Taschenuhr bei gewissen Geistern. Hm, wer weiß. So, Salma? Ich bin bereit. Ghostbusters! Und los geht's! Ich finde, wir müssen den Geist viel mehr beleidigen. Glaubst du? Ich habe gerade aus Versehen irgendwas ins Team gemacht und irgendwen angerufen. Ja. So, wen haben wir hier? So. Susan Robbins. Selbst wenn jemand neben dir ist, wird er antworten. Das ist schon sehr schön. Ja, let's go. Susan Robbins. Die Dear Mrs. Robinson. Geh mal hoch. Hallo. Hallo, Uschi. Hallo. Bloody Mary. Smile. Hallo. Hallo. Mrs. Robinson. Wie heißt sie? Uhuhu. Er zieht schon Sanity ab. Hallo? Ach Gott, da bist ja du. Hallo? Noch kein Aufschlag. Nuckelmaus, bist du? Are you here? Are you here? Are you here? Are you naked in the bedroom? Are you horny? Bitte was? Im Keller. Geh mal runter. Hallo, hallo, hallo. Are you in the bathroom? Are you in the Wohnzimmer? Oh, Mrs. Robinson. So, hallo. Irgendwie will die nicht mit mir sprechen. Vielleicht musst du mal probieren. Gehen wir nochmal schön in den Keller durch. Hallo, Mrs. Robinson. Oh, Gertrude. Hallo, hallo. Talk to me. Talk to me. Talk, talk, talk. Limbo. Limbo. Robinson. Hier. Hallo. Robinson. Ich will nicht, oder? Robinson, Mariah Ruben,
Auch nicht. Waldreger, wo bist du? Waldreger. Robinson. Magst du mal das Ding daneben? Ich hatte nirgends eben F-Ausschlag. Aber mit mir spricht sie auch nicht. Ich bin wieder ein bisschen genannt heute. Willst du mal das Thermometer? Aber hier oben habe ich Sanity-Abzug vorhin gehabt. Ja, ich auch. Oh, hier ist ein bisschen kälter. Hier. Oh, hier ist auffällig kälter. Wo, wo? Wir sind in dem Raum hier, in dem Flur quasi, ist einige Grad kälter wie im ganzen Rest. Hier im Flur? Also zwei Zimmer sind 25 Grad. Hier im Flur sind wir bei 19, 18 Grad. Ja, jetzt mal spaßeshalber das Ding da auf. Ja, hab ich gerade aufhören. Mrs. Robinson? Can you show yourself? Wie sieht denn jetzt so? Auch nix? Are you ugly, Mrs. Robinson? Are you ugly bitch, Mrs. Robinson? Also mit dem Ding will die hier nicht sprechen. Eine neue. So, nehmen wir mal die Fingerabdrücke, wenn sie halt noch nichts. Ist ja auch scheiße. Ah, pass mal auf, wenn der mir jetzt hier mal. Suche jetzt mal nach Wichsflecke. So, nach Striffelfleck hast du noch nicht gesucht, gell? Ja, nee, also da ist auf jeden Fall einige Grad kälter wie in allen anderen Räumen. Ist wieder so ein Geist, wo du hier Geduld haben musst. Das sind mir die Liebsten, direkt Sanity abziehen, aber dann nichts tun. Ja, ja, voll, die voll Spackos. Nicht so aus. Oben habe ich jetzt nichts gefunden. Oh. Bin voll nörgelt darum. Das sind sie ganz kurz zu Geister. Schön rumgenörgelt. Nichts, gar nichts mit einmal. Auch nicht. Limbo. We will come for you. Erschreckst dich nicht. Da bin ich dann. Fingerabdrücke, aber Fingerabdrücke ist der erste. Wenn sie auch irgendwo hingelangt hat, die Uschi. Mrs. Robinson. Hier.
Bis hier. Oh, wo? 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 Hier über uns in dem Flur hat sie gerade Licht an und ausgemacht und eine Türe geschlossen. Echt? Ja. Welche Tür? Die hier? Die Tür und das Licht hier. Aber Fingerabdrücke sind schon mal nicht. Nein, keine Fingerabdrücke. Ja, also hier. Ja. Fingerabdrücke sind es nicht. Ja. Keine Fingerabdrücke. Echt, hätte ich so oft an- und ausgeknipst? Ja, fünfmal oder so hin und her. So an-aus, was? Also dann kann nur... Hier EMF reagiert, EMF reagiert. Die hier drin oder was? Zwei. Hier habe ich überall Signal. Hier und hier drin auch noch ein bisschen. Aber eher hier, vielleicht hier unten. Hier unten könnte es sein. Ja, man, das scheiße. Warte, wir haben doch ein paar Sachen dabei. You turn the light off. So. Ne, da oben. Warte, die Tür, die. Ja, wo war denn das? Du hast aufgenommen. Oh ja, danke schön. Was denn? So, meine Sanity. Ja, hier sind 10 Grad. Also hier oben auf jeden Fall. Draw a picture. Und hier ist ja, hallo. 5 Grad, ich glaube, wir gehen auf die Gefriertemperatur zu. Bitte? Wir gehen, glaube ich, auf die Gefriertemperatur zu. Fenster? 5 Grad gerade. EMF 4. Ober? Ja. Haben wir oben schon eine Staffelei stehen? Ja. 4, dauerhaft 4. Im Gang aber hier, oder? Ja, hier im Gang. Oh, jetzt war das, glaube ich, unten. Oh, hier unten jetzt. Da ist der Raum gewechselt. Hm? 3, ja. Unter. An ausgemacht, ist kaputt gegangen. Ja, hier im Bad ist angegangen. Da hat sie angemacht. Oh, hier ist Licht an und aus. Mike, moin. Wo? Oben oder was? Ja, dein Computerzimmer. 5 Grad sind wir gerade schnell. Hey, King Nightlife, grüß dich. Wir haben noch überhaupt keinen Hinweis, gell? Oh, ja, guck mal, 50 und eine 60. Also Glück habe ich gerade mal nachgeguckt. Dann muss ich gleich mal den Scheiß. Susan Robinson. Nimm du vielleicht mal dieses Funkgerät hier. Vielleicht willst du einfach nicht mit mir sprechen. Ja, alles klar, wo ist das? Warte. Vielleicht ist es ja ein bisschen chinant, weißt du? Vielleicht bin ich dir. Könnte auf 5 steigen. Vielleicht bin ich ja einfach auch zu männlich, das kann ja auch sein. Wie heißt denn die alt? Suzanne Robbins. Ja, du kannst auch noch Pillen nehmen, würde ich sagen. Ne? Oh ja, muss ich. Mir geht's prima, King Nightlife und selbst. Oh. Can you draw a picture, please?
Ich würde sagen, jetzt räuchern mal die Rummelnutte nochmal aus. Ululu. Are you ugly? Are you ugly naked? Hello? Hello. Die Puste wird die Kerze direkt wieder ausgepustet. Wo? Vorne? Ne, hier oben, ja. 3, 3, 3. Warte, Botze. 2, 3. Weil. Hab ich schon ausgelöst. Also. Weg. Die schnerf ich dir, Alter. Sag das. Ist echt was. Haben wir noch irgendwas anderes zum Ausprobieren? Mysteriös, mysteriös. Das ist schon 5er, ne, gell? Nur 4. Jetzt krieg ich gar nichts mehr. Mrs. Robinson! You ugly bitch! Where are you? Talk to me! Talk to me! Hello! Hello! Robinson, Susan, Susan, where are you? Susan, Susan, oh, da oben ist die Tür zugange. Susan, where are you? Hast du? Ja. Wo? Hier, über dem Bild. Ah, ja, ja, ja. Jetzt hier wenigstens mal was. Ich hab drücke auch nicht. So, jetzt machen wir zumindest mal. Wir lassen mal eine Minute in Ruhe. Beweise. Ich bin mal am Fernseher, lass ihn mal kurz in Ruhe und lese mal die Geister durch. Ja, ESG. Das ist ja nicht meine Hoffnung, was ich habe. Licht hat sie ausgemacht. So, wir haben den Erhalt. Das können wir von hier sehen, das habe ich gut gemacht, ne? Geisterarten Diogen. Was haben wir hier? Sie werden aggressiver sein, wenn sie jagen. Wir wollen hier nicht gejagt werden. Agash. Agash. Kalte Bewegungen. Beweise. Shade. Shade. Dunkeln sind sie aggressiver. Es war die ganze Zeit Licht an, ne? Jetzt hat das Licht ausgemacht, jetzt ist EMF auf 0 gefallen. Soll ich mal reingehen mit der Geisterbox, alle Lichter ausmachen? Vielleicht spricht er dann mit mir. Möglich, ist der nicht der, wo so schnell die immer ausmacht dann, oder? Shades sind Geister bekannt, die überempfindlich auf Licht reagieren. Sie mögen es nicht, sich in heller leuchtenden Umgebung aufzuhalten, ziehen es jederzeit vor, dass Licht ausgeschaltet ist. Ich glaube, dann hätte er es öfter aus, an- und ausgemacht, oder? Meinst du, was? Probieren kann auf jeden Fall. Aber ich, hab nur noch 66, soll ich nochmal Pille nehmen? Ja.
Wird nichts dran vorbei, oder? Ektoplasma-Flächenhammer. Susan, are you here? Susan, Mrs. Robinson? Susan? In dem Raum wird's. Are you? Draw a picture. Show yourself. Then? Oh. Turn the light off. On. Light on. Also mit mir spricht. Ah, das ist doch Kacke. Das klingt für mich so ein bisschen, als ob ESG und das Bild das sind, weil das sind die zwei Sachen, die manchmal einfach ewig dauern, ne? Ja. Ich will jetzt halt auch nicht so ewig warten, ne? Das bringt ja dann nichts, dann haben wir kein Ding mehr. Ich sterbe am besten noch. Dann wäre alles weg, gell? Das wäre. Ich bin jetzt, das wird auch funktionieren beim NAMA. NAMA, keine Daten, ne? Man macht ja auch nicht viel. Jetzt noch kurz Exorzismus durchklatschen. Ich habe wirklich nur Elektroplasma. Keine Geisterbox. Die EMF-Stufe 5 haben wir auch nicht. Fingerabdruck haben wir auch definitiv nicht. Gefriertemperaturen haben wir auch keine. Also wäre es eigentlich nur der NAMA. Ja. Das wäre jetzt. Ich logge ein. Bevor wir jetzt hier noch eine halbe Stunde rumstehen und dann starten wir noch ins Bild, ne? Dann verlieren wir alles. Ja, ich habe eingeloggt, fertig. Ja. So. Todeszeitpunkt finden. Finde die Wand, indem du das UV-Licht benutzt und zerstöre sie. Verbrenne anschließend die magischen Beutel im Lagerfeuer. Okay, was? Eine sitzende Menschen-Silhouette mit dem Ektoplasma-Glas. Ektoplasma-Glas habe ich? Ich nehme dann mal das UV-Licht und suche mal die Wand. So, verwende das Elektro-Todeszeitpunkt. Genau, wir müssen ja wieder Ura-Einstellen, hm? Ja, das ist, glaube ich, aber der Standard auf der Map. Ne? So wie die Finger beim Mann. Okay. Ein Kreuz abgeschmissen. Was haben wir einen Hammer dabei zum Zerschlagen? Jetzt hierfür benötigt wird oder nicht? Ich höre gerade sagen, ich soll wieder raus. MF3, ja. Spackt er doch gerade ein bisschen. Doch nicht, dann gehen wir weiter. Ja, hallo.
Hör dich, ja. Ich glaube, wir brauchen den Vorschlaghammer. Nein, oder? Halt mit interagieren. Diese Wand gefunden, oder? Ich hab die Wand gefunden. Ich weiß nicht. Düppel haben wir nicht dabei, oder? Bin ich dumm? Ah, ja. Witzig. Hier. Yes. Ah? Ja, wenn du mal kurz zum Ding kommst, kannst du... Siehst du das? Ja, und hier ist die Silhouette. Ja, wir haben keinen Hammer, wir können nicht weitermachen. Kannst du damit irgendwas anfangen? Ich kann es nicht. Scheiße, okay, jetzt wissen wir auch, was der Hammer ist. Also immer mitnehmen. Ich weiß nicht, kann das jetzt überall sein, auf jeder Map oder nur hier? Oder? Keine Ahnung. Mir ist es auch nicht. Scheiße, wenn der jetzt ein Bild knallt, hat er nicht. Ja. Bitte? Ja, können wir eh nicht weitermachen, oder? Ich bin im Zelt. Ja, geh mal weiter, weil bringt dir nichts. Vielleicht haben wir ja Glück. Dann suchen wir unser Glück. 10 Dollar kriegen wir. Dann suchen wir unser Glück im Krankenhaus. Ah, es war der Juroi. So, Juroi. Ah. Wo ist er? EMF5 und ESG. Ja, gut, ESG. Ja, ja. Wir waren jetzt aber eigentlich echt lang genug draußen, dass man ESG hätte sehen müssen, oder? Ah, eigentlich schon. Das, was er schon wieder gehabt hat. So, aber 10.000 habe ich. Da kostet noch 500. Ja, ich kaufe auch mal die Salz und die Salz bei ihr. Mal kaufen. Alles mit dem ja, was alles geil, jetzt sind wir ein paar arme Leute. Hier der Colt. Hospital! Und beginnen! Ich bin bereit. Schon sprechen. Es geht. Haben wir antwortet nur, wenn ich allein bin, die Isabella O'Connell. Isabella O'Connell. Ich bin da, ja. Ich habe nur was durchgelesen. So. Wie heißt die halt? Isabella O'Connell. Hier haben wir das Salzding, hier haben wir die Uhr. Hast du den Vorschlaghammer dabei? Ja, ja, der steht hier, guck mal. Ah, da, okay. Okay, jetzt. Ich habe nicht nach unten geguckt. So. Krankenhaus, hier waren wir auch schon lange nicht mehr. Ja, aber in anderen Spielen waren wir schon mal da.
Geil, oder? Komm, schreien und wir schon direkt. Kaputt gemacht im Das Krankenhaus, also. Es tut mir leid, dass wir dich mit eins. Das ist das Geilste. Da geht immer raus. Ich glaub. Hello, are you here? Hey, hast du zugemacht? Hello, are you here? Oh, are you here? Oh. Not? Immer raus, schau drin, ne? Hello, are you here? Hier. Alter, war das jetzt nötig? Boah, jetzt hab ich Gänsehaut. Oh Gott. Hello, are you here? Are you here behind the glory hole? Hello? Hello, hello. Huh? Genau hier Ausschlag. Ist weg. Was du meinst du hier im Gang oder was? Genau hier und nur ganz kurz auf einer Stelle. Mal hochgehen, hallo, hier. Komm, lass gehen. Und hier rechts. Du kannst von dem Gang noch mit dem schwätzen, ob er dir dann antwortet. Ja. Hallo? Hallo? Hier? Ah, oh, irgendwo da gerade was. Hallo? Also, unfriendly. Hier oben habe ich EMF. Ah, ja? Oh, hallo? Einem der Räume oder? Ne, genau hier in der Vorhalle quasi. Magst du? Drei jetzt halt. Hat nichts mehr, aber hier hat es drei. Geh mal weg und hol noch ein paar Sachen. Ja. Da drin ist gerade der Apparat angegangen. Hello, are you here? Hello. Hallo. Ist oder was, Mann? Oh, are you here? Talk to me. Where are you? Talk to me. Oh, Minustemperatur.
Da hätten wir eine schöne Tür zugemacht. Ja. Bist du da? Hier drin haben wir auch Minustemperatur. Hier drin? Minus? Ja, ja, ja. Ah, der schiebt da Sache hin und her. Ja. Vierer. Die weiße. So, gehen wir raus. Warte mal ganz kurz. Nimm du mal die Funkbox, mit mir spricht er nicht. Ja. Ich gehe mal raus. Ich schreibe dir, wenn ich draußen bin. Oh, da batscht. Da batscht die Lampe. So. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal Gefriertemperaturen. So viel steht schon mal fest. Eine Lampe, das wäre geil. Beweis. Gefriertemperatur. So. Da macht er gerade ordentlich Rambazamba, ne? Deswegen habe ich hier mal. Nimmst du Elektroplasma mit? Ja. Kerze hast du dabei? Oh, nee, nee, nee. Das habe ich mitgenommen. Der Thermometer, aber theoretisch braucht man den gar nicht. Das ist schon klar, ja. 89 und 92. Ja. Sekunde. Ja, ich bin immer rein, oder? Ja, let's go. Ich finde es ein bisschen nervig, dass er da oben ist, ich muss immer so weit laufen. Aha. Das klingt schon ein bisschen wie ein Poltergeist. Ah ja, der schmeißt einen Haufen Zeug rum, gell? Alles durchgehen. Oh, Sanity zieht's mir gerade ab. Hä? Oh, war eine Hand oder was? Ja. Ui. 90%, was ist denn das? Ich glaube, mir nehmen mal die Putzefixe bitte. Oder hast du deinen schon dabei? Ah, du hast deinen schon dabei. Der ist sehr aktiv, gell, der Spago. Ich
Ich habe jetzt nur die Kerze dabei, gell? Kerze und Kruzifix. Oh, die Kerze könnte eigentlich. Ob ist eigentlich genug Licht drin? Wie viel habe ich noch? Eine 8. Das wird wahrscheinlich ein Revenant sein, ne? Kennst du? Macht der Fingerabdrücke? Okay, dann pass auf. Ich geh mal hoch. Opfer mich für das Wohl. Direkt in die Hand gelaufen. Kreuz. Hand. Ja, Mann. Kann es sein, dass ich mein Kreuz vergessen habe? Ah, hier. Nee, ich hab's. Beobachte das, sagt er, wenn es vorbei ist. Das wird der Revenant sein, der hat jetzt auch das Bild gemalt. Das ah, okay. Unberechenbar ist und direkt Leute einfach jagt. Richtiger kleiner Affe. Oh, es hat. Also kann man den Revenant einloggen? Hätte ich jetzt gesagt, oder? Was hast du? Staffelei ist, hast du gesagt? Staffelei und Gefriertemperaturen. Und wahrscheinlich dein Fingerabdrücke, das ist der Unberechenbare, der direkt jagt und alles. Ne? Ja, wahrscheinlich oder wahrscheinlich nicht. Soll ich hoch, oder? Also das ist der, das ist unberechenbar. Gefährlich, instabiler Geist, der wo uns halt schon öfters umgebracht hat, wo wir bei 90% Sanity waren. Okay, ich habe eingeloggt. Ja. Hand vorbei. So, was haben wir als Nebenziele? Waffenteile sammeln, Goldzeug, Blutbeutel und. Weiß schon. Noch irgendwas. Also, ich frage mich gerade, wie sinnvoll das ist. Ob wir das jetzt machen, weil potenziell stirbt man gerne. Ja, nicht blöd. Also ich würde sagen, ja, wenn wir schon hier sind. Ja, okay, dann machen wir es. Waffenteile, Salzsäcke, Blutbeutel. Haben wir noch Ding? In der 18. Oh, du hast nur noch 76. Gell? Ich hab 83. Jetzt. Wie machen wir es am besten? Soll einer am Eingang stehen bleiben wegen dem Hand? Okay, wir machen. Wenn man gerade schreiben, ne, dann kann der andere immer wegkommen, ja. Und dann hier zum Safe Spot. Bist du schon im Safe Spot oder? Ja. Komm, dann mache ich da Anfang. Sag mal. Ah,
runter. Ab. Weil. Beutel. Freehold. So. Okay. Mal runter hier in die gleiche Halle. Waffe teilen. Voodoo-Puppe, die lassen wir mal schön stehen. Oh! Ja, Gott im Himmel, bin ich erschrocken. Hand oder? War gerade eine Hand? Boah, der war nämlich hier wohl gerade wunderschön direkt vor mir. Wenn ich im ESG oder so. Was fehlt jetzt noch? Was habe ich übersehen? Also im letzten Zimmer, da war ich jetzt nicht drin, weil da bin ich klar abgehauen, weil ich gedacht habe, das ist eine Hand. Mhm. Sonst müsste ich vielleicht überall gewesen sein. Irgendwas hast du fertig gemacht, hab das Geräusch. Ja, ja, das waren diese genau. Lootbeutel habe ich einen gefunden, glaube ich. Waffenteile oder Blutbeutel 2. Waffenteile fehlt auch noch in einer. Im Baum, wo er ist, da ist auf jeden Fall was drin, da blinkt was. Ah, okay, da bin ich abgehauen wieder. Weil da war er nämlich genau vor mir. Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall meine Pille. So, wie viel habe ich hier? 360. Oh. So, ich wünsche dir viel Spaß. Ich? Okay. Soll ich mitgehen oder soll ich draußen warten? Sehr.
sehr gerne, kannst du an der Tür warten und mir in den Chat schreiben. Alles klar. Was ist? Kannst du jetzt auf einmal rumlaufen? Ich geh jetzt gleich rein, direkt in die Tür zu. Tschüss. Oben, ne? Ja. So, wenn ich, ich hoffe, dass ich unten nichts übersehen habe. Ja, mach. Ja, ich schreibe. Sobald eine Hand ist, schreibe ich. So, ich schreibe schon mal rein, dass ich nur noch auf Enter drücken muss, wenn es losgeht. Oh, oh, oh. Band. Uhuha. Ich schaff das. Ja, da kommt er, da kommt. Lauf, Forrest, lauf. Weiter weiterlaufen. Ich wollte gerade sagen, die Puppe ist unten im Keller, die Voodoo-Puppe. Aber war gerade halb am Tippen, da war eine Hand. Oben habe ich jetzt nur einen Blutbeutel gefunden, das ist fertig. Oh, also fehlt noch ein Waffenteil. Ja, das war jetzt hinten habe ich nichts gesehen. Gut. Da wieder. Fehlt noch ein Waffenteil. Und die Voodoo-Puppe im Keller. Die braucht man wahrscheinlich. Den Kasper anzulocken nachher. Uff. Der Runde hole ich mir erst noch einen Kaffee. Guck mal, mir zieht das Sanity ab, obwohl ich draußen stehe. Da hat der Arsch auf, oder?
Findet. Jetzt hält es sich auf jeden Fall wacker. Und hast du gefunden? Nee, ich habe die Voodoo-Puppe noch geholt und alles. Ich war nochmal oben. Es fehlt ein Waffenteil, oder? Und ein Blutsack. Und ein Blutsack. Meine, dahinter war doch auch schon. Oh, Hand? War ich. Okay. Ich hab nur keine Hand gesehen, ich hab nur mit dem im Keller bin ich mir sicher, ist sie nicht und oben ist auf jeden Fall auch. Die Voodoo-Puppe hast du? Ja, die Puppe hast du? Die Puppe hab ich ja. Und oh. No, foreign. Das gibt's ja nicht, wie meinst du scheiß Waffenteil, das blinkt doch. Kann man doch nicht übersehen. Blutbeutel braucht man keinen mehr? Nee, dann habe ich den letzten gehört. Okay, so. Wobei? Binder. Müsste hier fertig werden. Müsste mal pinkeln. Und einen Kaffee werde ich mir gleich noch holen. Mysteriös. Auch schon.
Komm mal ins Klo. Okay, gehen wir mal runter nochmal. Halt doch nochmal hoch. Scheiß Tage. Das ist doch. Offen. Nach oben vielleicht, ja? Auch hoch zu gehen. Oh, Senna. Oh, ich hab da gar keinen Bock, aber. Da ist es. Da ist es, hinter der Tür ist Gelege. Nix wie raus hier aus dem Puff. Oh. Ist ja fast ein bisschen schwitzige Finger kriegt. Hand, oh, oh, oh. Kann ja nicht direkt schießen, wenn er kommt, oder? Ja. Oh. Hast du gemacht? Also jetzt, der hat davor schon gehandelt, jetzt gerade habe ich nur reingedrückt, weil ich das. So, auf geht's, du Spacko. Ist Tür auf? Ich kann nicht mehr drücken. Hast du gesehen? Hinter der Tür ist Gelege. Da, wo ich reingeschrieben habe bei der Toilette. Ich hab's nicht gesehen. Nee, oben in seinem Raum, da wo der Geist drin ist. Ach so, wow, echt? Okay, da war ich überzeugt, dass er da safe ist. Haben wir die Voodoo-Puppe, oder? Ja, ich hab die jetzt schon gedrückt, weil ich gedacht habe, der kommt jetzt eh. Dann kannst du nochmal probieren, ich kann das gerade nicht mehr drücken. Hey. Scheiße, kann man die nur einmal drücken? Ich hab gedacht, man kann die öfter drücken. Just sanity. Hier auf die Kante vielleicht schlage.
Das macht Sinn. Ja, dann könnte man vielleicht recht schnell sterben, wenn man nicht schnell genug schießen will. Schieß mal noch mal einen Scheitel. Wow, Fußball. Der Hand hat gerade begonnen, der ist direkt vor uns schon gestanden. Alter Latze. So. Oh, das war jetzt, ja. Bisschen schwitzige Finger bekommen. Ghostbusters. Würdest kurz einen rauchen, ja? Ja, ich hol mir geschwind einen Kaffee. Und richtige, jawohl. Ghostbusters. Ghostbusters. So, das haben wir gut gemacht. Sehr schön. 2100 Laschus bekommen wir für den richtigen Geist. So, jetzt ist noch einmal Japanhaus. Aber ich hole mir ganz kurz ein Käffchen. Bis gleich. Nicht abhauen. Pause.
So. Dann gehen wir in mein. Also ich finde bis jetzt ins schlechteste Haus, das ist Japan-Haus. Ja, das finde ich. Ah, Die Effekte finde ich cool. So, aber vom kompletten Aufbau weiß ich nicht. Alles. Gut. Ich glaube, aber die neue Map ist, glaube ich, gut. Ich bin mal gespannt. Oh, was ist das? Das. Ich habe es gerade auch bekommen. Keine Ahnung. Ach, du auch? Ja, ich. Habe scheinbar noch nie die Runde gespielt. Was? Ja, ich weiß aber. Mehrfach. So, wen haben wir hier? Selbst wenn jemand neben dir ist, will er antworten. So, wir spüren schon mal was. Celeste Bates. Was sage ich mit dem Eingang? Mit einem Kutschen? Aber der Rest von dem Haus ist halt irgendwie. Hello, are you here? Are you here? Talk to me. Talk to me. Hello, hello. Here. Hello, are you in empty bath? Hello. Hello again. Einfach hello again. Talk to me. You here? Yeah. Oh. Bis jetzt antwortet er noch nicht. Warum? Hier? Hallo? Hallo? Hier? Hallo? Hallo? Oh? Ja. War zugemacht. Der hat mir gerade mehrfach die Tür hier vor die Nase zugemacht. Oh. Hier, hier. Oh! Was war das? Ich glaube, wir haben ihn. Wie gesagt, er hat mir gerade mehrfach die Tür vor die Nase zugeknallt. Mhm. Nein, ich war da hinten. MF3 hier. Ah, dahinter schmeißt da was rum. Oh, Tarotkarte hätte ich auch schon mal. Hallo? Hier? Hallo? Ah, der ist hier draußen. Oder hier drin?
Er hat mir geantwortet. Ja, aber allerdings hier draußen. Aber ich glaube, der hat eher durchgebackt, weil drin hat er nämlich auch noch gleich ein paar Dinger weggeschmissen. Wisst ihr? Weil drin hat er nämlich auch noch ein paar Sachen umgeschmissen. Also ich glaube, der ist drin. Fingerabdrücke? Hammer? So, jetzt haben wir hier schon mal hier Geisterbox-Antwort, Fingerabdrücke haben. Ich glaube eher dahinter sogar. Du machst einen Unterschied, denkst du? Ja, wie weißt du? Can you draw a picture, du Pappenheimer? Fingerabdrücke ist weg. Hier war ein Fingerabdruck bei denen. Ja. Kannst du das weggehen? Can you draw a picture? Maul auf. Oh, jetzt sagt er gerade hier, verpiss dich. So, ich hol mal irgendwas anderes. Oh ja, aber 78, 73, gell? Sieht aber runter. Hast du jetzt auf Mittel gestellt vielleicht, statt so einfach? Nee. So, was fehlt noch? Was haben wir noch nicht? Also Gefriertemperatur. Flächenkontrolle. Ich hab mal Gefriertemperatur noch mitgenommen. Bei den Thermometers. Durchgestrichen, weil ich mir aber nicht sicher bin wegen den Fingerabdrücken, weil ich bin da nicht der Meinung, ich habe sie gesehen. Kennst du? Weißt du? Ich habe sie eigentlich gesehen, wie ich den Handabdruck irgendwie nicht da weggegangen bin. Schon komisch, wenn sie auf einmal weg sind, gell? Vielleicht sind sie auch weggepackt. Einer nach dem anderen. Oder gesagt oder was? Ja. Sag mal hier nicht so. Can you turn off the light, please? Das ist ein Tarotkarte. Ja, wenn du die benutzen willst, dann würde ich es draußen. Wo schmeißt der eigentlich die ganze Zeit die Sache rum? Ist das Opa? Ask. Time. Beeindruckt. Hier lässt er gerade Bücher schweben. Ja, ich habe es gerade gelesen, ja. Hui, 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 hui.
Ich weiß es nicht. Nur noch. Aber Minustemperatur haben wir aktuell noch nicht. Was haben wir gehabt? Bei plus 5 Grad waren wir noch. Also wird es doch arschkalt, ne? Vielleicht muss das sein. Da warten wir nochmal geschwind. Ist mir neugier. Bitte? Ich nehme mal Tabletten. Ich nehme mal Tabletten. So, ganz kurz schauen. Ich vermute fast auf den Poltergeist. Weil der ist schon sehr aktiv, ha? Meinst du, cool? Gefriertemperatur. Es war aber bis jetzt noch keine Gefriertemperatur, war nur. Also mir war noch im Plus. Finger. Das ist nur Vermutung gerade mehr. Er schmeißt viel rum, ja. Wir haben den viel beleidigt und viel geredet, da wird er auch ein bisschen böser. Ja, cool. Ist natürlich gut, dass ich ihn gerade eben beleidigt habe, ne? Weißt du, Fingerabdruck, ESG, ja. Ja, es könnte sowohl als auch sein, gell? Jetzt bräuchte man entweder ESG oder Geisterbox. ESG oder was war das andere? Taille könnte es sein, Detail. Was war der Taille nochmal? Taille, Mann. Ja, ist am Anfang aggressiv und dann wird er entspannter irgendwann. Würde auch noch passend sein. Kann schon sein, ne? Gefriertemperatur, ESG oder was? Irgendwas braucht man auf jeden Fall. Oder? Oder Staffelei. So, eins von den drei bräuchte man jetzt noch. Haben wir noch ein ESG da? Ja, ja. Reicht doch, oder nicht? Nochmal. Komm. Ich nehme einen Fulu mit. Liegt ja nicht dahinter rum, alles Sand. Komm her, ich trinke jetzt mit so einem Fulu. Oh, ich habe jetzt die Faxe aus. So, hoffentlich habe ich meinen. ESG? Ja. Ja. Da lassen, brauchen wir das gar nicht. Sehr geil. So, was müssen wir machen? Katanas, Geisterkugeln und die Gemälde. Weißt du noch, wie das mit den Gemälden war? Die sind aufgehangen in dem ganzen Haus. Ach, die müssen wir drehen oder irgendwas, gell? Und im hinteren Raum müssen wir die richtig drehen, so wie sie im Haus aufhängen. Frage ich mich gerade nur, sollen wir noch eine Runde kurz chillen? Weil der wird ruhiger, wenn er nichts mehr zum Werfen hat. Der Poldi? Ja, dass wir den noch ein paar Sachen werfen lassen, bevor wir. Ich glaube, das ist ein bisschen entspannt. Oder? Ja, kein Problem, ne? Mach ich nur clevere Vorschläge. Ich bin auch ein Fulu-Zünder, wenn du magst. Boah, nö, danke. Oder Tarotkarte spiele. Moment, haben wir. Ich bin Schwert. Eieiei. Ei. Ah, da habe ich das dritte. Wo müssen wir das hinmachen? Da hinten hin. Hier. Hinten sind so Teile. Ach so, es fehlt noch eins, oder was? Okay, jetzt hab ich gedacht, du hast schon zwei gefunden.
zwei, hier war eins direkt im Eingangsraum, das habe ich aber nicht aufgenommen. Gegen das nochmal mit dem Bild, damit kann man nochmal drehen. Stimmt, oben. Hol's mal. Hab's. Ich suche gerade mal, wie das ging mit dem Bild. Bildergang erstellen. Hinter, glaube ich, oder? Haben die schon gepasst? Ja. Da brauchen wir diesen Schädel oder was das war. Ne, hier müssen wir die Bilder drehen. Ach so, hier war das okay. Auf dem Kopf, ja. Hast du. Was fehlt noch? Den Mann? Im Stuhl oder irgendwas, glaube ich, war der, gell? Ah, hier. Der langt mit dem Arm nach unten. Mann auf dem Stuhl langt nach unten. Lang nach unten so. Ja, ja, so, genau, so. So, was fehlt noch? Die Frau haben wir. Die Schwarz. Was ist die Sanity? Die. So, da ist dieses Bild. So, das schwarze Bild habe ich, das ganz schwarze. Bin nicht beeindruckt. Das hier, das habe ich. Wie war's? So, glaube ich, oder? Ja. Jetzt fehlt nur noch das mit der rote Kopf. Whatever. Das habe ich eigentlich schon gesehen, ich weiß nicht mehr wo. Wenn dann nochmal beim Poldi im Raum, ha? Six, six, six. Das ist auch noch. Was war das? Ach, da oben war so eine japanische Dame gesessen. Was? Hungry? Also.
Das da fehlt doch, gell? Das da. Das müssen wir noch was finden. Ach, diese Teufelsmaske oder irgend so ein Quark, gell? Ich will kurz raus nach Sandy schauen. Ja. Ich hab die Maske. Wo machst du eigentlich eine Maske auf? Warum liegt der Stuhl? Bis wir durch den Scheiterhaufen schmeißen, gell? Das war schon drin, das muss ich gar nicht hinbringen, das ist schon da. Hm? Ja, das war schon drin, ich konnte da nichts platzieren, das sammelt man nicht auf, aber. Okay. Ach, Jesus Maria. Das ist nötig. Pfeile gefunden und sowas. Oh? Ich hab den Kopf gefunden. Du hast es geschafft, du hast das letzte gefunden. Ja, den Kopf von, ja. Ich habe jetzt nur nicht gewusst, ob gerade Hand war. Ja. Aber wenn du gerade von dahinter kommst, dann glaube ich eher weniger. So, was wir dürfen. Jetzt sind wir wieder richtige Maschine. Gut, nach dem einen Ausrutscher jetzt und in der zweiten Karte, ne? Ja, gut. Wir müssen hier das Siegesmusik laufen lassen. Siegeshymne. Lobeshymne. Ja, das passt. Ghostbusters! Das ist aus meiner Perspektive einfach lustig. Ich höre nichts und auf einmal wird da geschrien in einer Tonlage. Bitte was? Aus meiner Perspektive ist das ganz lustig, weil ich höre die ganze Musik nicht. Ich höre nur irgendwann aus dem Nix. Ghostbusters! So, fahrt's mal ab. Dann bin ich mal gespannt. Letzte Runde, oder? Jawohl, der Poldi. Der Schnepper. Wahnsinn. 12.000. 12.345 Euro oder Dollar habe ich. 1, 2, 3, 4, 5. So, mit alles drin. Ich ja, bin bereit. Bethlehem. Oh, jetzt bin ich echt mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt.
So, wie heißt denn? Warum? Julian McDonald, der gute McDonald, antwortet nur, wenn ich allein bin. Big Mac. Oh. Erinnert dich das Haus an irgendwas? Wie hieß das? Wie hieß denn das andere Kackspiel? Ich weiß nicht, was, Fear Therapist? Ah, ja, 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 genau, Fear Therapy. Sieht echt so aus, gell? Ja, das Problem dabei ist, das war einer der schlimmsten Tage in meinem Leben, glaube ich. Hey, wo bist du? Ja, wo ich die Map das eine Mal, wo ich sie ganz kurz einmal die Map angestartet habe, muss ich zugeben. Das ist bei mir nicht 100% blind. Bin schon einmal reingelaufen, da war die Tür abgeschlossen. Ich musste hinten rum und von hinten die Tür aufmachen und dann habe ich auch gleich beendet und hab gesagt, nee, das ist ja jetzt langweilig, wenn ich die Map schicke. Gott, hier ist ein voll der Raum, oder was? Das ist ein Zahnarzt, kann ein Zahnarzt sein, ne? Zahnärzte, ekelhaft. Hallo? Oh, hallo? Oh, Jesus, Maria. Geht schon was kaputt? Hallo. Gibt's eine Stempelkarte für einen Döner, glaube ich? Bitchen. 16 Mal Stempel und einen Döner am Samstag. Hallo. In the kitchen. Warte, ich muss weg, ja. Achso, ja, ja, ja. Das ist schon mehr. Echt drauf. Hier und McDonald Farm. Oh. 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 Ah, historisch getreu, hier sind Plumpsklos. Hier? Oh, hier, hier ist zwei. Wo bist du? Wo bist du? Wo? Ah, hier? Hier drin? Hier drin war ganz, ganz kurz zwei. Wirklich nur ganz, ganz kurz. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie ein Stock drüber oder drunter ist. Hallo, are you here? Hallo? Für mich? Ziemlich genauso verwinkelt wie in vier Therapien. Ehrlich, gell? Hier, Dr. Stewart. Stewart. Was ist denn hier? Zwei. Perfekt. Okay. Oh, ist der hier bei dir drin? Oh, hier? Ja, hier. Schmeißt du was, oder? Auf vier. Hier. Hier ist er, ne? Weg, ja. You can't see because you're not dead yet. Was? Lass mal alleine, dass du schwätzen kannst. Bitte? Lass mal alleine, dass du mit dem schwätzen kannst. Hallo, are you here? Hallo? Where are you? Oh. Oh. Für mich. Oh. Wie ist hier für Therapie eigentlich? Ich glaube, das ist die allergleiche Map. Hallo?
Ich glaube, das ist wirklich die allergleiche Map wie 4 Therapie. Achtung, Sanity ist schon noch bei 70. Bist du? In dem Raum, wo du war. Unten? Ah, hier. Also bist du draußen? Hm, das ist gleich raus. Da hinten ist ein Ausgang. Oh, hallo? Der war auch nicht, wo er was rum. Neunhundertfünfzig ist nicht viel, ha? Huh? Also mit mir wollen da nichts sprechen. Bisschen Pille nehmen, ha? Echt viel angelangt hat dahinter, gell? Oder? Da schiebt doch sämtliche Sachen rum, oder? Mhm. Ja, das wirkt für mich auch wie wieder wie ein Poltergeist. Auch die Sanity, die so schnell runterfliegt. Mein Chest im Raum hier drin. Der bewegt doch da alles. Ding ab. Hinterlässt keiner. Alles, ich sehe da gar keine. Dann kannst du mal das ESG näher an die Staffelei setzen. Das sieht nämlich fast nichts. Im Moment. Das ist gerade neben dran. Ein bisschen weit weg von der Karte. Oh? Ich habe bis jetzt hier noch nichts gesehen. Überzeugt mich noch nicht, dass der in dem Raum da unten ist, aber es kann ja sein, dass ich habe nichts gesehen, wie er was rumschmeißt, was? Dass der durch die Wand packt oder so von oben runter.
erhalten, da gehe ich hier. Jetzt noch kein einziger Beweis, gell? Schmeißt nur rum wie so ein Idiot. Ja. Da ist ein Stock drüber. Wir haben Gefriertemperaturen minus 200 Grad. Ah. Skabi, ja, das habe ich gemeint mit Demo. Na ja, komm, dann tun wir alles hoch. Weil wie gesagt, ich war da nicht so überzeugt gerade von dem Raum da unten, weil er hat so viel rumgeschmissen, rumgeschoben, aber ich hab nichts gesehen. Ich habe mir einmal eingebildet, was gesehen zu haben vielleicht. Aber ein Stock drüber ist eiskalt wirklich. Minus 10 bis 20 Grad. Minus, oh ja, warte mal, dann können wir hier Beweise. Gefriertemperatur anmachen. So. Hast du schon nach. Kamera hast du? Ja, nur noch die Staffel an. Okay. Ja, Skabi, so Weltraum ist nicht meins. Aber ich sehe nichts mehr. Ich das gemacht? Wo war das? Hier irgendwo war es. Ich sehe es noch. Hier. Ah, jetzt hat bewegt sich hier auch was. Der Maul auf. Ups. Hey. Warst du? Ja. War ich. Kollege, wo bist du? Ich bin noch oben im Raum gerade. Ich sehe nämlich nichts ohne. Achso, Moment. Aber, Treffenfleck habe ich auch keine Funde. Ich weiß nur schon wieder nicht mehr, wie ich hier runterkomme. Das ist das Haus von Ding, oder? Das ist ein bisschen anders. Ah, da bist du, okay. Jetzt hier links was, ne? Oh, Hallöchen. Keine Fingerabdrücke. Jetzt hat er sich nicht ausgemacht, oder? Ne, keine Fingerabdrücke. Das ist ziemlich aggressiv, oder? Ja, lass uns mal runtergehen, vielleicht. Ein bisschen pissy. Rausgehen. Ja, mal das Kreuz hole. Dass ich Schiss hab, aber. Der ist wild, Alter. Der ist wild, ja. Ja, der ist richtig aggro. Der ist ein bisschen böse von uns, glaube ich. Viel hyped im Lurk. Skabi, danke dir fürs Reinschauen. Viel Spaß. Jetzt hat das Grazlicht ausgemacht, der Arsch. Hä? Ach, da. Gott, nimmt der Sanity weg. Was gibt's da noch? Oha! Komm wieder ins Nemo, gell? Mhm. Ich kann schon noch mal mit der Geisterbox probieren, mit dem zu reden. Ja, keine Ahnung. Ich stell dir mal die Kerze auf, dass wir da was sehen. Ich nehme eine Kerze. So. Hier aufs Kreuz. Dann das. Da ist der Box.
Das ist schon wieder so ein richtiges Labyrinth, gell? Mhm. Das ist der Todespunkt für uns. Ich hab mich jetzt schon 5-mal verlaufen, ich war nur 2-mal oben. Haha. Ich hab auch keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Links, gell? So. Bleib schon, wenn du draußen bist. Ja. Hallo, Gaylord. Hallo. Talk to me. Draw a picture. Go to ESD. Ja. Talk to me. Talk to me, Gregory. So, der blöd gelacht, der Depp. Sanity, ey. Oh. Er spricht nicht zu mir. Hin muss, hier hin da. Also er wollte nicht mit mir sprechen, aber der hat mir, glaube ich, übel Sanity gerade gezogen. Und er hat mich einfach ausgelacht. Der Depp. Komm mal hier rein, das ist cool. Ja, komm mal. Das ist ein Bolzenschneider. Hammer. Bolzenschneider. Ich habe ein ganzes Haus gebaut, um da einen Bolzenschneider zu platzieren. Oder? Ja. Ich müsste mir noch einen Finger abschneiden. Oh Gott. Ja, jetzt wird die Kerze ausgepusht. Mann. Nur eine Kerze? Ja, aber zwei. Ja, zwei. Komm, ich riskier's. Bleibst du unten? So. Gerne mal den um die Kerze. Hin, hoffentlich finde ich den scheiß Weg wieder runter. So, das war hier rein. Da hoch. Hier ums. Was jetzt? Ah! Oh Gott, das bist du! Eieiei, oh, mein Herz! Ach du Scheiße, hast du mich erschreckt? Du hast mich erschreckt. Ich hab gewusst, dass du das stehst.
So, eine Kerze ist noch an. Ah? Was machst du gerade? Hier höre ich mich doppelt. Na, so ist es. Ich muss kurz das deiner Schrecker klippen. Ah, es ist geklippt. Können viele sein, gell? Da haben wir nur Futternbeutel, ne? Zwischen Grenzen. Könnten ein bisschen triggern mit so einem Fulu. Kannst du gerne machen, ne? Komm, ich schmeiß dir mal das so ein Räucherstäbler vor der Hals. Bleibst du hier unten und guckst? Ich beobachte das Ganze mal. Dann so, F kannst du noch anschauen. Das müsste da oben auch rumliegen, ob das auch vielleicht sich irgendwie verändert. Dann räuchere ich dir mal die Bude ein da oben. Das ist halt nur 60% Cent, ne? Oh, mehr nimmer. Und keine Pille mehr, gell? Ich richtig packe. Keine Beweise. Oh, das ist wieder so ein richtiger Dummkopf Geist. Oh, 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 nein! Runter, 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 das ist eine Hand. Mach die scheiß Tür auf! Ich geh nimmer rein. Also mein Kreuz ist verbrannt und deins so? Oh ja, da ist ja noch 30%. Noch 50 jetzt, ja. Gott, ja. Das liegt am Quatsch. Dankeschön. Sieht man vielleicht was? Ich war das nicht, wenn, dann war das er. Nein, nee, das ist gerade schon angegangen, ja. Das war er. Magst du nochmal nach Fingerabdrücke gucken? Eigentlich nicht. Eigentlich würde ich sagen, lass gehen, ich will, dass mein Kreuz auch verbrennt. Ja, jetzt guck doch nochmal, oder? Na, ich will doch nicht, dass mein Kreuz verbrennt. Ja, wo ist denn das Scheiß? Draußen Richtung Weg hin, da liegt. Sowas von aggressiv. ESG.
Pachu oder Chin? Chin? Okay, neigt zur Jagd, ja? Ja. Ja, hast du gesehen? Hast du gehört? Ich hab's durch Schrei geschrieben. ESG. Entweder Elektroplasma oder Staffelei. Elektroplasma haben wir schon mal geguckt, oder? Ne, nicht Staffelei, EMF, oder? EMF, Entschuldigung, EMF. EMF glaube ich aber eher wenig. Ich glaube dann eher Elektroplasma. Denkst du? EMF waren wir schon auf Stufe 4. Hast du Elektroplasma X-Flagge geguckt? Oder? Ja, ich habe geguckt, aber ich habe nichts gefunden. Aber manchmal war es doch auch schon so, dass es später erst gekommen ist. Mhm. Ich war jetzt nicht mal ganz sicher, oder? Aber ich gehe nicht mal rein. Mit hier 9. Mit 16 Sanity gehe ich nicht mehr rein. Oh, 5, 41 Sicherheit. Bei 30 bei mir. 38, jetzt. 38. Mhm. Ich löse ja direkt ein Hand aus eigentlich. Sollen wir vergelten, oder? Ach was? Das ist Sicherheit. Jetzt ist sowas von direkt gejagt. Ja. Kannst du dich vielleicht an die Tür stellen und mir Bescheid geben, wenn der Hand ist? Dass ich ah, kann ich auch machen. Potenziell. War lange nicht so spaßig, aber kann ich machen. Aber dann bekommt ihr es mit dem Jagd bei dem Schrei. Also. Dann hör ich wenigstens was. War schon Fulu? Geh vor der Tür. Ich schreib schon mal Hand rein, dass ich nur noch auf Enter drücken muss. Ah ja, ich höre dich. Hand. So schnell. Ich direkt die Tür öffnen, bitte. Ja. Oder lass mich drücken, lass mich öffnen, dann geht's jetzt zu dir auf nochmal. Na gut. Ich hab sogar mein Kreuz noch. Komm, wir hauen ab hier. Ja. Keine Ektoplasma-Flecken. Keine? Ich nehm den Gin. Okay, dann nehme ich. Ich konnte richtig gucken. Ich habe einmal ins Glas geguckt und dann war schon der Handdreht. Ja, dann sag mal halt deshalb. Beweise. Gin einloggen, ja. Aber mir fatze ab von hier, gell? Es ist so riskant. Ja, bitte. Aber für mich war das auch letzte Runde jetzt. Morgen früh betonieren. Jesus Maria. Und was sagst du? Ja, du musst zwei, dreimal spielen, dass ich ein bisschen auskennst, gell? Oha! Dattel! Okay, spielen wir noch eine Runde, oder? Du, ich bin da, ja. Ich würde auch kurz eine rauchen. Mensch, ich grüße dich. Vielen, vielen Dank für den Raid mit 58 Zuschauern. Gerade habe ich gesagt, ja, ich gehe jetzt ins Bett. Das
So, und? Wie war euer Stream? Ich wollte schon guten Morgen, mein Jung. Ja, bei mir gibt es heute ein bisschen Dämon und Logist auf die Auge. Jetzt haben wir gerade mal angefangen. Es gab ja eine neue Map, wo also ich noch gar nicht reingespielt habe. Oh, wir haben das Chin richtig, gell? Jetzt haben wir gerade mal angefangen, hier mal sämtliche Maps wieder durchzuspielen. Auch schon lange nicht mehr gespielt haben. Also hier, dann hier, dann waren wir im Hospital, dann im Japanhaus und jetzt waren wir gerade in dieser Psychiatrie oder was es ist. Also das ist auch total, ja, verwirrt und crazy, wirklich. Haben es aber gerade nicht geschafft, einen Exorzismus durchzuführen. Aber, und ich verpeile, aber doch gut was geschafft. Oh, Dattel, was ich noch fragen wollte, was ist denn das für eine, was für eine Map machst du gerade? Weil Stefan hat dich ja gestern im Stream gefragt, ob du deine Map schon fertig hast. Jetzt bin ich neugierig. So, Ektoplasma, was packt man noch eine Staffelei mit rein? Hätte man eigentlich das schon mal alles mit drin? So, das war meine, ja, ist aber lang. Aber das war nicht die, was du vorhin gezockt hast, oder? So, jetzt. Die meisten Zuschauer kamen jetzt sowieso von dir, aber... So, meine paar Zuschauer, was vorhin da waren, schau doch mal hier beim guten Dattel rein. Mich auch ein mega, mega cooler Typ. Give me beer. Piano. Ja, für alle, die sich gerade wundern, wie latschen wir überhaupt hier rum? Ja. Ich latsche in Unterhose, ein T-Shirt und in Birkenstock-Schlappen rum. So gehen wir auf Geisterjagd. Geil, oder? Nee, die Birkenstock. Der Bart passt nicht, ja, aber der hat nichts anderes. Irgendwie. Aber wir können da hier eine Tengu-Maske anziehen. Ist nur nicht, wie es funktioniert, Charakter. Der Roby. Ja. So. Aber was hat sie denn eigentlich für eine Fliegengitterbrille? So, gehen wir nochmal hier rein auf jeden Fall. Warte kurz, warte, bis Stahlträger Johnson wieder da ist. Kennt von euch jemand das Spiel? Dattel, wäre das nichts für dich? Nix UV-Licht? Ah, nee, das. Brauchen wir auch nur vom Hören. Das ist eigentlich ganz witzig. Die, am Anfang war es ja so, dass man hier nur die zwei Häuser hatte. Die haben wir doch recht schnell immer was rausgefunden. Dann kam das Hospital dazu und wie gesagt, dann später das Japanhaus und jetzt dieses Bethlehem. Das
Hat diese Nervenheilanstalt oder was, also. Ja, genauso ein bisschen wie Phasmo. Nur, dass man. Ja, nur ein bisschen mit mehr Schreckeffekte. Aber weißt du, was mir gerade auffällt ist? Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. In dieser Nervenanstalt, was wir da gerade waren, da gibt es gar keine so Schreckeffekte. Kann das sein? Oder haben wir noch, nur noch gibt's keine schon? Gesehen? Da habe ich schon ganz viele gesehen. Da war auf einmal so ein riesiger Babykopf, der vor mir auf einmal irgendwann geplatzt ist, der mich aber eine halbe Stunde vorher angestarrt hat die ganze Zeit. Echt jetzt? Okay. Gelaufen bin. Der ist vor mir einfach geplatzt, hatte ich zweimal sogar. Da gibt es ein paar Stück. Okay. Dann? Sind da ganz angenehm. Jetzt tun wir noch ein paar Leuten den Schlaf haben, oder? Ja. So, gehen wir nochmal rein. Ja, muss ja sein. Aber diesmal mit Exorzismus. Hoffentlich. So, dann Taschenlampe, Geisterbox. Wir haben Alessia Simmons. Selbst wenn jemand neben dir ist, wird er antworten. Ah, sehr schön. So knapp. Aber so knapp. 100% Schade. Sanity. Was denn? Ja, der Name. Ein Buchstabe. Ach so, jetzt habe ich es. So, hoffentlich spricht er das mal mit uns. Hallo, hallo. Are you here? Alessia, Alessia, hast du einen Stuhl zugemacht? Ja, gell. Ja, das war ich. Mrs. Simmons. Ja, guck, hier ist die Dönerstempel gerade, die kannst du angucken. Ah, das ist das, was du vorhin gesagt hast? Ja, es sieht ähnlich aus wie eine Dönerstempelkarte. hallo, are you here? Are you here? Hallo, hallo, hallo. Hallo. Was war das? Irgendjemand war da drüber gerade. Hallo, are you here? Can you cook me some... Schnitzel? Or whatever? Da, wo bist du? Ich bin jetzt gerade hier im Aufzug nach oben. Aufzug, Aufzug, Aufzug. Wo ist der schon wieder? Hier in der Mitte am Eingang. Ja, Mann, das ist schon wieder... Wie viel Uhr? Schon drei Viertel. 2.45 Uhr gleich, gell? So, Moment, du bist im Foyer, oder was? Hier ist eine Treppe hoch, gell? Ja, genau. Ah, hier rennt die Dame im Badanzug. Hallo, hallo, hallo? Dattel-Nation sagt, ich werde dich holen. Was willst du denn mit mir, Dattel? Hallo, hallo? Are you on the abort? Hallo, Alessa? Ja? Hallo? Talk to me. Okay. Scheiße. Hast du was? Okay. Hallo? EMF. Oh, EMF. Oh, hier auch Ding. Ausschlag, Geisterbox. Geisterbox, Antwort. Ich stelle meine Kamera schon mal hin. Dachte, der liest ohne nach. Oh, Lampe ist auch gleich freckgange. Hast du Staffelei oder irgendwas dabei? Eine Kamera habe ich dabei gehabt. So, wo sind wir denn eigentlich? Da, wo wir davor waren, halt im gleichen Raum. Echt? Im gleichen Raum schon wieder? So, was gibt's hier? Ja, wie kommt man da rein? Gott, please. Mach was. Gott. Gott. Heinz. Heinz. Bring us a gift. Ja. A gift. Gott, gib was das Gift. Ja, Gott, give us a gift. Bring us a gift. Was bring, das heißt.
Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Wollen wir mal so eine Staffelei oder irgendwas? Ne, Staffelei haben wir schon stehen. Ne, haben wir nicht. Ne, nur die Kamera. Nur die Kamera, okay. Geisterbox kann ich schon mal wegschmeißen. Da hat er mit uns gesprochen. J für Jeweise. Der Box an. Was hast du jetzt? Kamera und Staffelei. Kamera und Staffelei. Ist die Wichsflecke? Okay, dann nehme ich mal die UV-Lampe, okay? Also ich habe jetzt Ektoplasma-Glas und dieses UV-Licht, oder? Hä? Black Tulip, bist du auch noch wach? Wieder. Gott. Weißt du, was es da heißen soll, gell? Was ist denn mir falsch gelatscht, oder was? Der ist hier unten drin, da wo die eine Ausgangstür ist. Hier, oder was? Hier sind Gefriertemperaturen, ja. Okay. Oh ja, 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 ja. Wir waren falsch. Deine Schaufel vom Gesicht weggeworfen. Ich glaube, wieso was das heißt hier? Ja, die Tür zu gut. Auf. UV-Licht liegt unten, glaube ich. Eieieiei. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was mich mehr erschreckt hat. Dattel, du oder das Spiel selber? Danke dir für 14 Monate. Vielen, vielen Dank, Dattel. Was haben wir? Ein Ghoul? Ja. Oh, weniger reden. Das ist ein Google, ich muss noch ausstellen hier. So, was hast du gesagt? Was haben wir noch alles? Fingerabdrücke? Muss man mitnehmen, das stimmt, gell? Und Gefriertemperaturen haben wir. Ja, das ist der Google, okay, bestätigen. So, was müssen wir machen? Den exorzieren wir jetzt noch. Als allererstes holen wir uns jetzt mal Kruzifix. Für was war das Salz nochmal da? Na, das ist quasi ein bisschen wie ein Kruzifix. Beschützt dich vor einem Geist irgendwie. 77 und 76. Sollen wir nochmal geschwind hier so Beruhigungspille nehmen? Finde das Puzzleteil, löse das Rätsel in der Nähe der Zellen und platziere das fehlende Teil. Reiche den Raum, in dem der Geist starb. Oh Gott. Hier eine lustige Pille genommen. Reiche den Raum, in dem der Geist. So, finde das fehlende Puzzleteil. Wie sucht man das? Mit dem da, oder was?
Also ich hätte das wahrscheinlich normal da, oder? Normal? Halt. Der ja. hat viel reden. Warum? Weil der böse wird, wenn du zu viel redest. Okay. Stimmt, der Beschreibung. Also Chat, nicht wundern, wenn ich jetzt nichts mehr rede. Das ist eigentlich Stahlträger Johanna, ja, genau. Und hast du was? Passt sie mir, hä? Ja, ich hätte auch lieber so eine, keine Ahnung, eine dicke Wumme, aber klingt ja hier. Ist schon echt verschickt, gell, das Spiel. Dunkle Räume herumlaufen. Was denn, Black Tulip? Oh hier, vielleicht hat jemand auf dem Klo gepuzzelt. Ist hier drin? Nö, 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 nö. Ich hätte gerade mal. Ja, die Bierdauer-Werbesendung. Das hat mal Kerni vorhin schon abfotografiert. Hat mir das geschickt. Pass mal auf, da war doch da. Eine Kette davor. Hier ja, genau. Klingt clever, gell? Das ist ja, du bist ja schlauer. Du bist ja Schlaule. Ja. Also Big Brainer, ne? Futz. Ein richtiger Futz. Oh, da ist er gerannt. Da hat es kurz gezeigt. Oh, hab mal, du Affe, was ist mit dir? Der ist einfach durch dich durchgerannt bei mir. Das, weil ich so schmal bin. Finde das fehlende Puzzle. Hey, was war's? Hast du dein Ding, der Bolzenschneider? Ah, ja. Ich hab den jetzt aber nicht ausgerüstet, ich habe nur aufgesammelt. Eins, zwei, drei habe ich nichts. Bum, 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 bum. So, jetzt knipsen wir mal da die Tür auf. Dann gehen wir hier mal rein. Gibt's mal. Bricht hier einer aufs Maul. Ganz tolle Geräusche. Ja, jetzt. Hallo. Was? Gott, designt das so Gift. Designed, oder? Gott, die. Wo hast du, wo bist du jetzt? Warum? Ich hab das jetzt dahingestellt, wo unsere Kamera ist. Vielleicht muss der malen. Das ist dann das Puzzleteil. Gott, designed as a gift. Was auch immer das heißt. Hier oben ist auch irgendwas komisch, finde ich.
draußen. Wo hast du das Ding jetzt hingeschossen? Also runter, oder was? Jetzt, das heißt so. Und von der Brücke. Naja. Uff. Ja, sollen wir mal in die Kamera gucken? Der war Blutspende und zwar durch die Nase. Ja, irgendwas muss es ja. Wenn es so dunkel ist, siehst du oder gar. Ja, finde das fehlende Puzzleteil. Finde das fehlende. Ja, 75 und 84. 71 und 84. Vielleicht brauchen wir auch mal einen Vorschlag. Ah, jetzt pass mal auf. Ich nehme jetzt einen Vorschlag, aber dann schlage ich mal da oben auf die. Da, wo dieses viele Blut oben ist. Weißt du, was ich meine? Vielleicht muss man da oben auch mal richtig die Tür einschlagen. So, jetzt gibt's hier mal mit dich. Jetzt gibt's hier. Zaubern dann mal den Puzzle in die Brille. Ist aber das Kreuz aus, sicher, sicher. Heißt es die, heißt es designed? Echt? Gott. Deint. Gott, deint das. Aber hier mal rein, Donner. Natürlich gibt es hier kein Licht. Wann geht er? Hattest du gerade eine Hand oder was? Das hat uns ein Geschenk gemacht, ja. Du hast eine Hand, du hast eine Hand. Ich habe eine Hand. Nein! Oh. Gott, deint. Wo? Komisch. Komisch, komisch. So waren wir schon, gell? Keine Ahnung. Ah! Ich habe ein Puzzleteil gefunden. Ah! Ich bin der Sherlock Holmes.
Ich hab's. Ah, da bist du. Was wäre das Puzzleteil? In dem einen Raum an diesem einen Bild, da war so ein Stück aus dem Bild raus. Das habe ich quasi aufgenommen. So, löst das Rätsel in der Nähe der Zellen und platziere das fehlende Teil. Wo waren die Zelle? Ich habe keine Ahnung da. 2,50 nur noch, gell? Ey, was sind die ganzen Dinge? Komm mal. Nur zwei. Irgendeine haben wir noch. Ah. Ich habe halt keinen Kruzifix mehr, ne? Oh, 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 oh. Ja, eigentlich ein bisschen Schiss reinzugehen wegen dem ganzen Geld, das hier. Ja, Haben. Verstehe ich. Komm dann, scheißegal. Ich suche nach deiner Zelle. Würde ich dir mal Beistand Zelle, 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 Zelle. Hast du vorhin irgendwo Zelle gesehen? Keller, gell? Im Keller gesehen? Ist da ein Separé vielleicht? Ein Separé? Guck mal, hier ist. Ah, schön, nee, aber das ist ein Seil. Kein. Hier ist eine Zelle, guck mal. Oder? Ja, das ist halt für die Küche, oder? Küchezelle. Ich glaube, rechts im Eck vielleicht. Also quasi vom Eingang rechts im Eck. Da in der Nähe, wo unser Fleischstab ist. Hier hinter, oder was? Ja, genau. Hier ist auch so eine Zelle, ja. Das ist der Fahrstuhl. Black Tulip, gute Nacht. Schlaf gut. Ist eine Zelle, oder? Oh. Oh, ich weiß nicht, ob ich da runter will. Ich weiß nicht, ob ich hier runter will. Oh, oh Gott im Himmel. Vielleicht muss ich da mit dem Hammer reinschlagen. Guck mal da, da geht's noch weiter. Hier. Ich will nicht rein. Hier ist auch eine Zelle, guck mal. Das ist eine Zelle, ja. Ganz gut. Ach, hier sind ganz viele Zellen, oder? Vielleicht muss ich hier. Ah, guck mal, da vorne kann ich was hinmachen. Da vorne kann ich das fehlende Teil hinschmeißen. Ist da? Ah, halt, warte mal ganz kurz. So, der Geist hat Mechanismus angelegt, wie man den Raum betreten kann. Im Körper selbst, ja, laber, laber, labers. Die Uhrzeit liegt zwischen 3 und 5, Muster B, die Uhrzeit liegt. Komm, wir machen einfach mal ein Stück, oder? Ich hab eine Uhr, warte. Wie bewege ich das? Also. Wisst ihr, hätte ich im Kindergarten noch besser aufgepasst. Ja, ja. Wir haben 6 Uhr. Was soll mir das sagen? Du hast doch einen Zettel gehabt. Ich versuche gerade hier Rätsel zu lösen. Rätsel, Gott, wie Schieberätsel hast.
Oh, da habe ich gar keine Geduld für so einen Scheiß. So, komm mal runter in den Keller, bitte. Machen wir dieses Kackrätsel da. Hä? Oh, ah? Ich bin ein Profi. Geh lieber wieder raus. So, geh lieber wieder raus, weil ich habe ein Kreuz. So. So, was war jetzt mit der Uhrzeit? So, lesen wir nochmal ganz kurz. Der Geist hat den Mechanismus eingerichtet, damit niemand den Raum betreten kann, in dem der Körper ist. Selbst wenn sie es tun würden, würde er es bemerken. Du kannst nicht einfach in diesen Raum ein. Zunächst musst du das Gerät lösen. Wenn du nicht auf die richtige Teile trittst, wird der Geist die Gefahr erkennen, dich sofort töten. So, aber das ist nicht so einfach, wie du denkst. Der Eingang zu diesem Raum befindet sich im Raum direkt gegenüber der Kantine. Das Gerät ändert sich ständig und die Veränderung schreitet im Laufe der Zeit voran. Das Gerät funktioniert wie folgt. Die Uhrzeit liegt zwischen 1 und 3. Ist der A, also 2. Uhrzeit liegt zwischen 4, B. Spiegelbild von die 108. 80-Grad-Drehung von B. Ach du Arm, hey. Ich habe ein Bild von Muster A neben. Hast du irgendwas kapiert? Hä? Nochmal, ich verstehe dich ganz schlecht. Soll ich nochmal ein Foto machen? So, Moment. Oh, bin ich erschrocken, Mann. Jetzt machen wir ja mal von ab. Pack mir gleich in die Hose hier, vor lauter Schiss. Was ist denn? So. Wo muss ich jetzt nochmal hin? Der Geist hat mich in diesen Raum. Zunächst muss das Gerät lösen. Das Gerät. Nicht im richtigen Teil drückst, der Geist. Das ist nicht so einfach, wie du denkst. Der Eingang zu diesem Raum befindet sich im Raum direkt gegenüber der Kantine. Kantine ist oben. Geh jetzt mal hoch. Das Ding da. Da kann ich nichts mehr machen. Und dieses Muster habe ich ja gerade gelöst. Kantine. Es ist halt aber, wie viel Uhr haben wir? Ha? Jetzt haben wir ziemlich genau 12, jetzt kann ich ja nicht gleich rausgehen. Wo gleich rausgehen? Wo muss ich raus? Einfach raus. Zwischen 12 und 1 kann man nichts machen. Wie viel Uhr haben wir? Woher weißt du, wie viel Uhr wir haben? Weil ich die Taschenuhr dabei habe. Ah, du bist ja raffiniert, hä? Und da steht bei Lösung F steht drin,
In dieser Zeit hat der Geist Fallen unter alle Teile gelegt, auf denen du treten wirst. Wenn du während dieser Zeit auf eine Falle trittst, wird der Geist dich bemerken, dass du dich ihm näherst und dich töten. Das ist zwischen 12 und 1, kann man es vergessen. Dann warten wir jetzt quasi bis 1 und 3 wird. Die Uhrzeit liegt zwischen 1 und 3. Muster A. Der B ist das Spiel. Muster A ist das normale Ding. Muster B ist quasi Spiegelbild davon. C ist 180 Grad gedrehtes Spiegelbild, also auf dem Kopf. Muster E, 180 Grad Lösung von D, also auch nochmal auf dem Kopf, also nicht mehr auf dem Kopf dann. Aber die Tür aufmachen könnte ich doch schon mal, oder? Das kannst du machen. Wir haben auch jetzt 1 Uhr. Ah, sieh. Was, jetzt ist 1 Uhr? Mhm. Also kann ich jetzt auch rein, oder? Du bist verstanden, ja. Dattel, willst du nicht noch eine Minute zugucken? Ist mir dieser Geist hier... Uiku. Hier ist die Kantine, gegenüber der Kantine. Ne, was hat er gesagt? Kitchen. Gegenüber der Küche oder Kantine? Kantine. Hier ist Kantine. In diesem Raum hier drin. Vielleicht der Döner? Ah, guck mal, hier. Döner hat auch was. Ja, da steht A. Jetzt, was kann, was bringt mir das? Ah, guck mal, was ist denn hier? Jetzt habe ich diese Tür aufgemacht und jetzt? Jetzt kannst du die Plättchen drehen, oder? Ja. Kannst du irgendwas drauflegen und wie die Steine drauflegen? Tür wieder zumachen. Die Dinger hier, oder? Vielleicht brauchst du Platz in deinem Ding. Ah, hier, guck mal. Ah, und jetzt darfst du dahin laufen, wo das Muster ist. Wo was? Geht links unten nach links oben, bis du gehen kannst. Das Muster quasi, was da ist. Ach, warte mal, dann mach ich ein Foto. Sekunde. Nee, A ist es gerade, oder? Das ist jetzt ist gespiegelt, jetzt haben wir die Uhrzeit. Warte, jetzt haben wir 3 Uhr. Jetzt ändert sich das. Das heißt jetzt, was muss ich jetzt machen? Das ist das gespiegelte Bild davon. Lauf mal da drauf. Was hier rein, oder was? Die unteren zwei. Mach mal die unteren zwei. Das hier oder das hier? Das davor und das daneben. Also jetzt vorgehen, oder was? Zwei Platte vor. 1, 2. Oh! Das war's nicht. Okay, wahrscheinlich. Warte mal, wenn das hier... Ah! Bin in die falsche Richtung gelatscht wahrscheinlich. Okay, ja. Das war's wohl, hä? Also, magst du es noch probieren, oder? Kannst du mein Kreuz schnappen? So, das erste ist dann hier die Tür quasi. Hier die Tür. Echt da hinten. Oh, wo ist er?
Und, komm. Hier raus. Tür dahinter. Wenn da die Tür dahinter sein. Ah, das ist die Tür dahinter, okay. Ja. Wo bist du? Willst du probieren oder? Ne, ich habe halt geguckt, ich habe jetzt noch 10% Sanity, das heißt, sobald ich reingehe, werde ich wahrscheinlich. Ah, das macht. Das wäre eigentlich Geldverschwendung, wenn er alles macht. Macht wenig Sinn, reicht, wenn ich verreckt bin. Schade! Schade, das wäre jetzt bestimmt noch witzig gewesen. Und das wäre ja immer noch nicht der Exorzismus gewesen, das kommt ja auch noch dazu, ne? Auch immer, immer noch nicht? Ne, danach, also das war jetzt quasi Schritt 3 von den optionalen Zielen. Erreiche den Raum. Und dann musst du ihn ja noch austreiben. Also. Aber ich kapier's trotzdem nicht, gell, wie das gemeint ist. Und doch ungefähr verstanden habe ich sie. Verstehe nur nicht, warum ich jetzt falsch lag. Also in meinem Kopf hat das Sinn gemacht. Gut, komm, reiß ab. Das war Spiegelbild, du hast da das Muster gehabt. Die Platten musst du betreten, damit der Raum sich öffnet. Oh. Vom Spiegelbild hätte das dann sein müssen. Ich bin mir jetzt sicher, ob ich das aus Versehen nicht gespiegelt habe, sondern up and down gewechselt habe. Ah, okay. Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ja, aber 6,5 haben wir wieder gekriegt. Da kann ich mir ratzfatz mein Kreuz wieder kaufen. Besser gesagt, ich habe sie. Ich werde jetzt noch die vierte gekauft und fertig. Hey, Coach Jack, grüß dich. So. Aber ich würde jetzt dann mal schauen, wo wir hinraid, oder? Guck mal, dass man auch jemand findet zum Demo. Achso, wenn ich jetzt raus tapp, höre ich dich nimmer. Jetzt sage ich mal Adios und gute Nacht an alle. Allahopp, Stahlträger, danke dir fürs Mitspielen, hat Spaß gemacht. Müssen wir auf jeden Fall nochmal rein. Auf jeden Fall, ja. Dieses Rätsel würde ich gerne noch lösen. Alle hopp, schlaf gut. Schau mal. So, und ich schau jetzt, wo mit euch hingehen wird. So, haben wir irgendjemand da, der gerade Ding spielt? Nein. Haben wir jemand da von meinem engeren Weiß auch nicht. Okay, dann schauen wir mal. Bum, bum. Hier. Ups. Gehen wir hin, oder? Ja, da gehen wir hin. So. Alter, warte mal. Nee, wir suchen mal. Irgendjemand noch ein. Ja. Hier mit Kamera, dass man auch wenigstens das Gesicht sieht, wenn er erschreckt. Das machen wir. So, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine gute Nacht. Vielen, vielen Dank fürs Mitraiden. Vielen, vielen Dank fürs Dableiben. Dattel, falls du noch da bist, schlaf gut. Danke dir für dein Raid. Macht's gut, wir sehen uns eventuell morgen. Ich weiß nur nicht, zu welchem Spiel. Vielleicht zu WoW Classic Hardcore. Ah, Dattel ist noch da. Vielen Dank für dein Raid, Dattel. Schlaf gut, alle miteinander. Wir sehen uns. Gutes Nächtle. Und bleibt noch mit dran. Der wird uns bestimmt gleich blöd platzen. Nacht.